So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's... Scheiße! Meine Kekse! Ah, ups, Alter! Scheiße! Nee, das war leer, das wusste ich. Hallo? Ey, komm, ist das drauf, da? Natürlich ist das drauf, hier hast du deinen Keks wieder. Das bleibt aber auch. GA! Interessant. Also, es geht weiter. Hallo! Und google mal GA, viel Spaß dabei. Safralon! Ja, das ist geil. Was? Safran. Beutelbeeren. Das T sprichst du nicht mit aus. Oder Safran. Nee, glaube ich nicht mehr. Nimm die Packung hier. Willst du wissen, dass man das nicht laut? Ja, weil ich das Wort kenne. Ne? Ich glaube dir das nicht. Will da jemand einen Keks aus der letzten Packung? Ja. Ja, gleich. Wäre selbst auch rein. Muss in das Loch rein. Man muss die Kugel da reinstoßen. Und das ist jetzt der Einwand, Steffen. Welche Kugel? Die da über dir jetzt ist, direkt über dir. Ach so, die. Ja, die Kugel. Ja. Das Runde muss ins, irgendwie eckige. Das sieht nicht eckig, das ist ein Loch, Steffen. Ach, pablapap. Oder du musst das so machen und jetzt unten rein. Kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Oder du musst gar nicht da rein. Anders kommst du da nämlich, glaube ich, nicht runter, nein. Ist das so weit? Ja, dann musst du da das Teil reinstoßen. Wie war das Geräusch nochmal, wenn E.T. seinen Hals so lustig hochgehoben hat? Irgendwie so. Chewbacca. Ja. Ich finde das so cool. Ich rede über Chewbacca. Oh. Ich bin gerade auch am überlegen. Geh mal nach rechts. Oben, dann nach links und dann nach unten. Jetzt nach links. Eigentlich anderes links, aber... Wenn man alles aus, wenn man bei dir auf den Herzen... Ey, so kannst du den Stein an den Rand schieben und beliebig wieder aufs Eis schieben. Frage ist, ob es das bringt. Ja, hast du ja so eine gesamte Fläche, wo du dann ausprobieren kannst, wo was passt. Wenn du da, warte mal, geh mal. Aber man kann ihn doch gucken, Mann. Kannst du irgendwie, wenn du hier hinkommst, dann kannst du hier rüber, den nach unten und dann da rein. Das habe ich schon die ganze Zeit versucht. Ja, vielleicht von hier. Ja, wie komme ich da runter? Runtergehen. Von da oben gegen den einen Stein. Geht das? Nee. So, ja, war natürlich gerade eine geile Angabe für die Zuschauer. Ich habe es halt auf dem Bildschirm gezeigt und die haben keine Ahnung. Mit der Maus kann ich auch nicht. Lauf einfach, merkwürdige Muster. Danke. Was meinst du? Genau das. Die Stelle online, wo alle klicken. Oh. Unmöglich. Wo sind die Musik? Das war wohl gruselig, dass das passiert. Jetzt kommt jetzt irgendein Pokémon und ist sauer mit uns. Ihr habt einen Stein verschoben. Ihr Arschlöcher. Jetzt muss ich auch da hin. Ja, aber irgendwie geht das. WTF! Geh mal nach oben. Man, wieder. Smoke weed. Ich bin aber. Ich muss die ganze Zeit in den Smoke rauf denken. Ich sag das so laut, wenn so eine Kiste hinter der Parolschi so fällt, so falls man nicht so lacht nach einmal. Du war nicht so Smoke. Und dann doof. Gut. Du hast dir doch schon mal Schmacki aus. Jetzt kann man jetzt Stein. Boah, ja, du musst den Stein an die Wand. Nein. Nein, muss er nicht. Kann er nicht. Steckt im Eis fest. Und Jimmy ist der Stein gerade eben der Stein. Was? Ich hab nicht so schnell gelesen. Muffelkleinstein. Sind wir überhaupt richtig? Ja. Okay. Oh, 193. Passt. Jetzt hätte ich beim nächsten Buchstaben, wo es mit rauskommt. Colin hat zu viele lissige Ohren. Colin hat zu viele. Die drei... Was? Wer ist das? Das ist... Ich bin... Du kommst immer wenn du... Ich hab nicht sonderlich gut empfangen von Pokémon. Deshalb baue ich sie mir lieber selbst oder leise sie mir von Freunden. Okay, hat er jetzt selbstgebaute Pokémon, so Mutantenviecher? Ja, er ist eben ein Streber. Streber schickt Flemmi in den Kampf. Aber er doch ein Pikachu. Anabolika Flemmi gab es doch irgendwie. Ah, stimmt. Er rollt. Ja, er hat es wieder. Oh mein Gott. Er baut sich sie selber. Aber tschüss. Botox. Es wurde ziemlich heftig gedopt. Ja. Oh ja. Mal schauen, was kommt noch. Es gibt doch schöne Erfahrung. Ich möchte nicht nur ein Flammen sehen. Probopika. Ach so. Ist bestimmt Elektro-Elektro? Ja. Ich würde sagen, Stahl-Elektro. Ich würde sagen, ich wurde gewonnen hätte. Ja. Weil mit Donner? Wasser-Pokémon und so. Ja. Elektron, ja. Warum machst du nicht Finale? Weil Stahl ist. Ach so. Es ist nicht Stahl. WTF! Es ist Flug.
Oh ne. Es ist wahrscheinlich irgendwie Kiefer, Elektro oder so was nachher. Versuch mal Steinwurf, genau, dann sehen wir, ob es Stahl ist. Oder mach Finale, dann sehen wir es auch. Der Intensität, dann wäre es vierfach Schwäche, wenn es Stahl wäre. Ah, vierfach Schwäche. Ist es wohl nicht. Das wird ja schon pissig. Bisschen. Was ist das für ein Typ, einfach nur normal? Das ist ja schon scheißegal, kills einfach. Das Critical! Kann dir eh nichts sagen. Muss ich vorher sagen, ne? Jetzt effektiver. Treffer. Du musst zugeben, mein Roboter war besser als das getunte Pokémon meines Freundes, oder? Ja, irgendwie schon. Ach, das war gar kein gedoptes Flamly, das war ein Flamly-Roboter. Nein, er hat sich doch eins von ihm geliehen, von seinem Freund, hat er das gesagt. War das geliehen. Achso, ah. Entweder baut er die oder leiht sich die. Ah. Der war geil, Conne. Die brauchen immer noch einen Visor. Das will ich echt haben, ey. Orbital-Laser im Kampf. Ja, Orbital-Laser, heißt ey. Und daneben verkennt, ey. Armstärke. Ich bin so stark. Ja. Wie kannst du mit seinen kleinen Kribbelhänden? No, der Tango, der da fallen, ist auch nochmal ein Pokémon. Ein Tauboga. Ja, wie man der. Nicht warum auch? Das Ding wird vielleicht mal zu Bird Jesus. Also die Frontur mehr. Ja, okay, es ist tot. Vielleicht da steht es wieder auf. Ja. Ja. Also und dann ist es Bird Jesus. Oder das ist Bird Jesus. Ja, man weiß es nicht rausfinden. Ja, mit genug Geld können wir einfach. Ja. Bei der Band, als bei Taurus, da sah das mal so, yeah, als wenn er das Ganze so hinten so wirklich hätte, ey. Das ist gar nicht so, dass das so was sagt fliegt, sondern das ist so, boah, das riecht so als Frisur so. Route to 9. Hammer, das steht auch gar nicht da oben links. Die drei Pfade. Naja, aber das steht ja nicht da, wenn du da so selbst in der Gegend... Wow, was battle wow, da oben? Battle? Alter, okay. Ist das St. Carpador? Seid ihr wieder Polizist? Ja. Und links, glaube ich, ein Kyo. Norden, Frostballinsiedlung, Osten, Strudelinsel, Eingang. Okay. Westen, Siegestraße und Süden, blaues Wasser. Blaues Wasser ist auch geil, ja. Das Carpador! Okay, er hat Carpador gewinnt. Ja, mal ehrlich, gegen Dings ist das doch. Ja, gegen Sieg. Ja, gewinnt das. Das war geil. Carpador, Klatscher of Doom and Destruction. 1-11. Ja, er hat Ausrufezeichen. Ja, 1-11. Hart, ey, was für ein Kampf. Mal schauen, ich glaube, sie kann nicht. So, der kann gleich ehrlich kommen. Los, Dratini, du kannst es schaffen, aber hüte dich vor seiner Klatscher-Attacke. Oh Mann. Bene, weißt du noch? Los, benutze deine Platscherattacke! Ja, ja, los! Meine Platscherattacke! Wie naiv, mein Kamerad war... Okay, ab zum blauen Wasser. Er ist immun gegen den... Warum ist das Wasser eigentlich immer blau? Naja, weil es weil den Himmel reflektiert. Irgendwie. Ah. Aber warum ist es blau und nicht durchsichtig? Weil es den Himmel reflektiert. Das glaube ich euch jetzt. Deswegen sieht man da auch... ich glaube, in einigen Versionen sieht man sogar Wolken im Wasser. Im nee, nicht im tiefen Wasser, aber in so Pfützen. Das glaube ich nicht. Die blauen Pfützen in Saphir und so. Nein, nein, doch. Oh. Und noch mehr Tentakel. Die Steine sind auch vom Himmel reflektiert. Oh, echt? Nee, reflektieren nur Scheiße. Nee, ich meine, die Steine im Wasser sind auch vom Himmel reflektiert. Achso, das heißt, die Steine schweben irgendwo in der Luft. Aber definitiv. Achso. Ich habe mich ja nicht vor Wasser, ich bin wieder im Wasser. Boah, das ist übel. So viele Tentakels. Ja, ganz viel. Weil ehrlich, da müssten total viele Leichen hinter uns her schwimmen. Ja, das ist voll Büffel dort, ey. Ja, so voll fischig stinkt das da. Na klar, einer auf den. Ihr fischt mit einem Elektro-Pokémon. Ja. Am Ende so dran, alle schwimmen so mit dem Bauch nach oben. Oder kann ich aber Finale dann... Wen eine Frau los, sprech. Mit diesem Controller umbringen kann, der lässt niemand nur nach vorne durch. Kein Wunder, dass niemand die Top 4 schlagen kann. Ja. Hallo. Hi. Oh, geht wieder los. Die Musik ist aber klasse. Oh ja. Ist eine andere Version als sonst, das finde ich geil. Willkommen. Man kann einfach gerade sagen, man kann mir nicht raus. Okay. Willkommen. Willkommen, ich meine, willkommen. Ich bin der Drachen. Ey, du hast im Untergeschoss und im Obergeschoss. Wird immer noch mal ein Geheimquartier. Oh, 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 was machen die da? Die küssen sich. Genau, das eine... Das Bild, wo sie im Weg stehen, ne? Oh ja, ein Auer, ja, das Gefühl, das kommt jetzt sogar. Oh, Mann. Wer will ihn sprechen? Ich bin so stolz, Team Chocolate hat mich soeben aufgenommen. In dieser Organisation zu sein, ist viel spannender, als die Top 4 herauszufordern. Wenn du auch alle Orden hast, kannst du bestimmt auch beitreten. Hey, willst du nicht in Team Chocolate beitreten? Klar. Dann musst du nur beweisen, dass du stark genug für unsere Organisation bist. Komm wieder, wenn du alle drei Orden hast. Es gibt nur drei.
Sonst wäre der Spieler. Nee, 8 gab's da unten, ja. Da unten stand 8 Orden. Und da hätte ich noch 8 gesagt. Ach nee. Ja. Nee. Es wird ja niemand durchgelassen, der keine 8 Orden hat. Ja, es gibt nur 3 Orden. Scheiße. Das ist natürlich kacke. Die Mathematik verstehe ich jetzt nicht. Nein, 8 Orden. Nur wenn du 8 Orden hast, kannst du die Top 4 herausfordern. Aber ja, es gibt nur 3 Arenen. Das heißt, du kannst nur 3 Orden kriegen. Also. Oh Mann, ey. Und Gary kriegt 10. Vielleicht findet man ja so ein paar Random im Baum oder so. Oder wenn man kein Kumpel von James kaufen oder einfach das genau. Gary. Ja, einfach das Clown. Du kriegst 3 Orden in einer Arena. Oder aus Kronkorb welche machen. Na, man geht einfach in Pokémon Fanshop und macht zu Gary und kauft sie. So. Ja. Rotenschlag. Ein Schlag mit der Rute. Ja. Ja, mein Mann, Schatz. Ich bin's der Rute. Mit der Rute. Ja. Komm, aber eine Perkartoffel geht klar. Dafür bist du vielleicht sogar 2 auf einmal. Ja. Okay, nach der Aufnahme. Okay. Ja, du hast leider kein Wort, was ich haben will. Und du brauchst musst dein Körper für ihn hergeben. Buchstabe Körper. Oh. Ich glaub, das ist ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da sehen wir noch eine. Dann mach dich darauf gefasst, dass deine Angst bald Steffen gehört. Die Angst gehört nur Steffen. Oh, das Ding hat keinen Bock. Vielleicht kannst du ein paar Krümel die Beine runterfallen lassen. Moha, never. Nicht mal Joschka kriegt Krümel, wenn man beim Also wieder zurück. Bei auch mal schön lesen. Vielleicht ist Siegfried endlich fertig. Okay, alles klar. Im Norden ist die Frostbeulensiedlung. Oder du musst die Pokémon ersprechen und die töten oder so. Oh, da ist noch ein Item. Vielleicht fliegen oder so mal. Nee, ein Topfkrank. Ja, dann wieder zurück. Mhm. Hast du schon mal mit den Pokémon gesprochen von den beiden? Ja. Alles klar. Das eine Hu und das andere. Gab es jemals ein Dratini, das Dratini gesorgt hat? Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Nur Dragoran war auf jeden Leicht Fall. Ja, Dragoran hat auch noch eine komische Geräusche von sich. Ja. Ich hatte mich immer an diese, wie heißen die nochmal? Ich vergesse mal wieder. Diese weißen Viecher. Diese weißen. Nein. Dieses Renso. Nehmen wir mal den Eingang. Alter, Kinder-Dings da. Muppets? Muppets? Nee, nicht mal. Nicht weiß. Mummies. Da waren wir schon. Oder? Ja. Mummies. Ja. Mummies. So sieht Dragoran aus von diesen Gesichtern, diese Mummies. Das waren so die weißen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das sind keine Mummies. Die hießen aber irgendwie mit Baba Papa oder was? Nein. Baba Papa, was ist das denn? So eine uralte. Ach du Scheiße. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, aber da war nicht mal so ein altes Hefte. Mummies. Warte mal, waren das Monchichi? Nein, das ist, die hießen ja so. Monchichi war der von Fändet heraus, was wir meinen. Ja, du kommst. Er muss in die Höhle da rein und dann. Du kommst hier drauf. Ja, ist jetzt. Dann holen wir uns mal 3 Orden. Oh yeah. Du bist in ein Loch reingefallen irgendwie. Egal. Ja, du musst ja ins Loch. Ja, ist mir auch. Du musst ins Loch. Ja, klar. Kein Problem. Das. Und jetzt mal das Schild an Sprech. Ja, das Schild. Ach, wow. Strom schnell. Wahnsinn. Oh Gott, schon wieder so ein geiles Schild. Ja, das ist Bock. Okay, wenigstens haben wir schon mal die Siegeschance gefunden. Das heißt, wenn es wirklich Fliegen gibt, können wir da einfach hinfliegen und müssen nicht. Wow, jetzt mal locker bleiben. Falls es Fliegen gibt, natürlich. Falls uns da nicht, keine Ahnung, das Schild ist. Ja, das Schild taucht auch. Schön, mal probieren. Das wäre gut. Genau, ich bin ein Neujahr. Alter, das wäre echt die Schild. Das würde ich verfälligen. Ja. Wow. Wenn ihr wollt, alle mal einen Tentacher haben. Ja. Nein. One Tentacher. Verdammt, der Kopf. Nein, der kann. Bene willst du nur für sich allein benutzen. Oh ja. Ja. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt schon Knoblauchheim wieder? Ja, wie lange haben wir schon Knoblauchheim? Das ist eine gute Frage. Okay. Oh ne, ich will noch mal zu Professor Eich. Oder red mal mit Eich, dem Spacko. Der dich nicht durchlassen wollte. Ich glaube, rechts gibt es auch noch einen Baum, den wir zerhäckseln können jetzt. Den wir schneiden. Guck mal, ich bin ein Pokémon. Eich. Oh Gott. Ich bin Eichmann. Wow. Eichmann. Der ist so dumm. Nein, halt, Moment. Eigentlich bin ich jetzt ja wieder ein Eichmann. Oh Scheiße. Wo kommt dieses E auf einmal her? Eichemon. Ach, Eichemon. Er hat schon vergessen, dass er ein Egelkopf hat. Ich habe mehr Steine als du. Okay. Alter, warum? Und was sagt er hier? Hallo Asuka, hast du bereits die mutierten Pokémon bei der Pokéball-Fabrik beobachtet? Okay, er ist der einzig normale. Ja.
Nicht mit der Stimme. Okay. Mit der Stimme fast, ne? Yay, da waren wir auch noch nicht. Nee, da ist noch mal. Warum nicht, ne? Boah, ich frag mich, wenn die da mal hinlegt. Askafleck, Schmuddelheftchen. Ja, echt, der Weihnachtsmann? Gibt's hier bei Pokémon, ne? Ja, mit Rosana. Ja, also muss der das Boto ja... Botogel bringt die Geschenke. Ja. So, erste Ute Stadt Ute irgendwie, Ute ne? Gute 1, ja. Gute Ichi. Ja. Was ist Gute 2? Achte auf gesteinerte Items. Ja, auch eine Prähistorika, was sind als Tränke? Das hat auch schon. Oder 6. Oder 7. Oder 7. Hachi. Oder 9. Hachi. Oder 10. Oder 10 kann ich nicht aussprechen. Q. Oder? Ja, aber ich kann es nicht aussprechen. Und Oder 11. Hachi. Monster, das ist Fresse. Bam. Route 15.634. Tja, er sagt das noch selber. Also. Kann er wahrscheinlich ey, sogar. Ich brauche einen kleinen Augenblick. Ich muss kurz überlegen. Aber das kriege ich hin. Ich weiß es jetzt schon. Ja, weil du auch die Frage gestellt hast. Nö, ich habe es mir jetzt auch selber überlegt, wie es heißen sollte. 15.000 ist ja Senjugo, oder? Nee, Ichiban. Oh, das kennt man so. 5 kommt Go Zen für 1000. Und dann kommt der ganze rechte Karten mit Hyaku für 100 und dann kommt wieder der normale Karten. Ach so, du musst, also, warte mal, was war das erste? Hat jemand Ahnung, wo ich hin muss? Ja. Das wäre Sieg 1 quasi für die 15.000. Ach so, Bann ist 10.000er ja, dabei. Soweit ich weiß, ach so, okay, das heißt, wusste ich gar nicht. Ach ja, die Riesenstadt. Gozen, was war das dann? Fahrrad oder so? Roku, nein. Hyaku, Roku. Warum? Geh doch mal ein Fahrradladen. Scheiße, das ist ganz schwer. Hier waren wir ja schon mal in der Stadt. Aber ich will ein Fahrradladen. Nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Mega groß City. Sanjuishi. Boah, und Kesmi? Anstrengend. Ja, boah, neuer Fahrrad, Petzak, den will ich sprechen. Hilfe! Ich bin durch den ganzen Mount Kesmi-Tunnel gewandert. Jetzt hänge ich aber hier beim Wasser fest. Oh. Meine Stein-Pokémon können doch keinen Surfer erlernen. Was mache ich jetzt nur? Ja, das ist sehr schön. Okay. Ich kann doch nicht mehr klar. Geht wie ein hey, Catch oben. Oh, yeah. Okay, ist in offener. Level 11, süß. Malte, das wurde ganz schön gefickt. Ein bisschen. Oh, so ja, kann nicht nur klar. Ja, ist ein schwules Kleinstein. Ja, gut, ist das ordentlich jetzt wieder? Ja, kaputt. Na, jetzt hören wir mal eine Runde darauf. Prototyp. Ja, Steffen. Du bist... Nein, das ist irgendwie Asuka. Kannst du mir nicht ein Wasser-Pokémon leihen? Was ist, wo kann ich jetzt gehen, Leistung? Liebe. Oh ja. Oh ja, Moment, ey! Stell dir das mal so vor, als würde er noch so posieren. So. Liebe. Liebe Harry. Liebe Aska. Oh. Na da, da war ein Kesmi-Tunnel hat gewonnen. Oh, oh, ist das schon unser Freund? Zombie? Hey, du siehst irgendwie Drachen-Pokémon und so ein scheiß Gipfel des Berges, yay. Oh, und weiter. Vielleicht sollten bla und so vorstellen. Okay, okay, da ist ein Drachen-Pokémon, ganz oben. Bambeschutz. Oh. Nee, du hättest aber welchen kaufen können. Schau, oh, bisher kommt Schutz. Der nicht. Schutzgeld. Oh. Ha? Schutz. Warum haben wir keinen Schutz? Ich bin ganz einfach ausgegangen, wir haben Schutz. Oh. Wow. Das können wir jetzt machen. Da kamen wir das letzte Mal nicht vorbei, weil wir da keine Stärke hatten. Ah. Können wir doch jetzt. Nee, können wir nicht. Irgendwie. Wahrscheinlich nee. Von der falschen Seite. Geht von der anderen Seite nur. Oh mein Gott. Du hast schon keine Ahnung, wo wir da waren. Yeah! Oh Mann, hä? Ich werde das voll vermissen, weil... Wow. Man hat ja wieder so Design. Hm. Folge oh. Meinem Blick und du findest ihn aus. Okay, Ja, dann geht man wieder zurück oder was? Was will der denn? Nee, einfach da mal links gegen die Wand laufen, wo er hinguckt. Nee, ich gehe ein bisschen weiter nach oben. Geh in die Ritze. Auf dem Gipfel ist erst Drachen-Pokémon. Yeah, du bist aber, glaube ich, gerade nach unten gegangen, wenn ich mich nicht ganz... Schubert ist auch ein Drachen-Pokémon. Nee, nicht schlecht, ja, nicht. Stimmt doch. Nein, irgendwie bist du wirklich nach unten gegangen. Nein. Oh, muffeliges kleines Stein. Ah, das ist nicht mal wert, das zu töten. Jetzt bist du nach oben gegangen. Siehst du? Manchmal muss man einen Schritt zurückgeben. Um jetzt ist er jetzt hier wieder auf der anderen Seite. Da. Ja, also, Hat's voll gebracht. Okay, ja, irgendwie steine. Nicht, ne? Und jetzt können wir ja nochmal zu diesem komischen Typen da gehen, der das gesagt hat. Oh nein! Oh, weil der Mann. Guckt da direkt auf eine Wand. Vielleicht ist da einfach so ein Ausgang drin. Oder du gehst nach oben. Ein Stein.
geht durch. Ach, Stein! Er hat mich damals mit einem Stein beworfen und seitdem kriegt er keinen Rabatt. Okay, das kill ich. Das kann ich schon. Ah, im 841 läuft. Tschüss. Irgendwie ja. Kacke. Kann man die Steine nicht ziehen oder so? Irgendwie Special Feature für dieses Level? Hättest da nach unten, glaube ich, den einschieben müssen, oder? Ding ja, ich muss ja hier bewegen. Ah, da war das Problem, ja. Dann wahrscheinlich von der anderen Seite. Nur von der anderen Seite? Natürlich, damit du nicht cheatest. Warum ist da unten ein Stein? Weil er einfach da liegt. Ja, es soll fliegen. Magic erklärt die Welt. Yes. Ja, da geht's weiter. Aber nach oben. Genau, Kolle, dann sind wir leider nach oben. So aber... Ach, schade, ich wollte eigentlich, bevor du die Latte hochgehst, die Folge beenden. Nein. Ah. Ah, okay, dann darfst du noch ein bisschen weiterlaufen. Yeah. 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 Hat sich gelohnt. Hier müssen wir die Folge mal einfach den beenden. Voll zu spät. Und wenn sie wieder losgeht, können wir noch weiter halt mal an. Hui. Du bist so ein Arsch, Kolle. Mach mal einen kleinen Schnell, vielleicht kriegen wir noch ein Yeah und dann da beenden. Komm, okay, beide gleich. Komm schon. Yeah! So, da jetzt. Alles klar, dann seht ihr in der nächsten Folge, wie wir dieses Kleinstein plätten, ja? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.